Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Vize Beast Infinity Evolved. Mit dabei der Sora. Was geht, meine Freunde? So, also ich finde ja, das ist ein wundervolles Träumchen, wenn ihr jetzt bei dieser Folge auch wieder dabei seid. Oh ja, das wird mich jetzt noch lange verfolgen. Oh ja, aber so etwas von. Oh je, je. Ja, also ich bin jetzt dabei. Ich habe jetzt nur kurz nachgeschaut. Wir brauchen einen Mana-Screeder, wie ich es eigentlich schon dachte, um Mana herzustellen. Der wird einfach gemacht aus 6 Living Woods, Divide Battle und dem Gold Ingot. Und ich denke, dass ich ab der nächsten oder übernächsten Folge dann erstmal so ein Stack von dem ganzen Zeug so aufgeben herstellen werde. Weil das dauert schon recht lange. Ja. Na gut. Okay, danke, das ist fertig zu viel. Und natürlich gibt es jetzt noch zwei verschiedene Arten. Es gibt noch eine Night Day Bloom, also Day Bloom, Night Bloom. Night Bloom hat natürlich dann das Gegenteil, die funktioniert, wie der Name schon sagt, nur nachts. Und ja, Nightshade heißt die, genau. Weil das wird eigentlich. Moment. Also ich glaube, das ist der. Oh ja, Night Bloom hieß, Night. Okay. Oh, ja gut, dann ist es tatsächlich so. Etotania. Also man braucht Daybloom für Tag, dass man den durchgehend Mana generiert. Ja, und Nachtzeit. Okay. Nightshade. Ja. Aha. Die macht man aus riesige Black Petal zum Beispiel. Black Petal, Double Paper. Ja, sehr schön. Ja. Okay. Okay. Und der liebe Tosch spielt ein bisschen rum. Ein bisschen? Ja, gut. Ein bisschen viel. Ich merke, du kennst mich echt noch nicht gut. Ah, das kommt noch. Ey, ich habe jetzt leider keine Weißen gesehen. Das ist jetzt natürlich blöd. Doch, da drüben. Also, nicht wundern, dass die ersten Folgen so ein bisschen bei mir fail sind, aber es wird langsam. Das jetzt kriegen wir schon hin. Ja. Bestimmt. Das heißt natürlich, okay. Dass ich nicht einen Itemfilter gebraucht. Okay, also ich werde definitiv dann ab den nächsten Folgen erstmal dann vorbereiten und vor allem die ganzen Blumen züchten. Dass ich da jetzt nicht wirklich in jeder Folge das Zeug suchen muss. Und bei mir keine Sorge, Leute, wenn ich damit fertig bin, dann machen wir mal wieder ein bisschen was Interessanteres. Weil ich merke schon echt langsam, es zieht sich bei mir wie ein alter Schuh. Oh, aber so. Diese Erstverarbeitung muss einfach einmal hinkommen. Es geht langsam nicht mehr weiter. Ich glaube, ich bin die letzten 7 Tage. Okay. Die letzten Tage, seitdem die Query steht, auf den Server gegangen, habe Erze verarbeitet, bin runtergegangen, gehe wieder auf den Server, verarbeite neue Erze. Wo hänge ich hier fest? Also, Erze werde ich auch höchstwahrscheinlich noch dann auch mal farmen. Ups. Ich hab's da bis vergessen. Also wie ihr jetzt sehen könnt, ist hier quasi so vom Mana's Breeder zur Blue Daisy so eine Art grüner Lichtstrahl. Und das Ganze wäre jetzt natürlich noch schlau, wenn ich den Mana Pool dorthin stelle. Am besten mal etwa so auf. Dann muss man das mit dem Forum, genau. Soll ich dich anklicken? Also, wenn dich rechtsklick. Ja, also das ist jetzt ein bisschen blöd. Normalerweise müsste man jetzt den und anklicken. Damit er jetzt Mana generiert. Irgendwie ein Mana machen. So. Also der Strahl geht auf jeden Fall auf den Mana Pool zu. Okay. Man sollte natürlich nicht die Pure Days dafür nehmen, sondern die Daylight Bloom. Ja. Du bist ein Profi. Inkompetenz. Hochzählen. Inkompetenz including? Definitiv.
Ich sollte jetzt natürlich auch dich. So. Jetzt müsste er. Also, er gibt jetzt an, die Deckung ist mit dem Mana-Speeder verbunden. Eigentlich den mit dem. Ja, also man sieht jetzt beim Mana-Speeder wenigstens. So, hier wird der Master jetzt ein kleiner grüner Balken. Ein kleiner grüner Balken, der steht in meinem Garten. Also, und wenn ich jetzt zum Beispiel mehrmals draufklicke, dann sieht man, dass es sich immer aktualisiert. Also, man muss schon draufklicken. Ups. Draufklicken, damit es sich aktualisiert. Aber ich weiß nicht, wo er den Mana, das Mana, der Mana. Das Mana. Ja, danke. Ich habe eine kurze Frage an dich. Ja? Du hast nicht zufälligerweise ein Dance Diamond Ohr. Dance Diamond Ohr, Moment. Ich glaube aber, das habe ich schon verarbeitet. Weil ansonsten kann ich gerade noch nicht zu 100% meine Farmen, gell? Farm ist gut. Meine Verarbeitung in Angriff nehmen, also fertigstellen, aber ansonsten geht's auch ohne. Das ist ja für was. Nee, also Dance Ohr hab ich keines. Mist. Jetzt war ich gerade im Keller, jetzt fühlt mein Jetpack drauf. Also während jetzt das Jetpack aufladet, schaue ich mal kurz bei Herrn Botania nach. Weil eigentlich Mana Tablet, das ist auch noch was, das werden wir ja später brauchen, Mana Pool, das wollte ich wissen. So. Mana can be inserted into it by uses of a Mana Speeder. Den haben wir. Any adjacent Mana Speeders will pull Mana from it to increase their internal buffer automatic. Okay. Hat leicht überfragt, wieso er mir das Mana nicht reinzieht. Eine bessere Version. Also er sollte eigentlich das Mana reinziehen. Okay. Basic nicht. Manipulation. Oh. Also, glaube, da sind. Also, es hatten, gab schon mal das Problem bei Botania. Es ist zwar. Weiß jetzt nicht, bei welchem Projekt es war, beziehungsweise welche Version des Mods war. Aber dann war das Problem, dass Botania ein bisschen Probleme hatte zu erkennen, wenn man mit den. Okay. Ich nehme zurück, was ich gerade gesagt habe. Ich bin gerade ein bisschen befragt. Also er hat jetzt mal drinnen, aber wie ich sehen könnte, Bind Mode und Function Mode. Und das ist das, was ich jetzt eigentlich sagen, das ist ein bisschen buggy, oder zumindest war es das mal in einer. Oh Mann. Du das doch nicht umdrehen, dreh dich. Okay, ich tue dich kurz abbauen. Danke. Aufbauen. Ja, jetzt wird verarbeitet. Geht's jetzt? Oh, ist das schön. Okay, ich bin wieder bei So, mir. okay. Also, irgendwie hat da jetzt mal drin, ich weiß es nicht, wieso auf einmal, aber man brauchte Bind Mode. Dass man den irgendwie mit verbindet. Oder Function Mode. Also mit dem Bind Mode kann man auf jeden Fall Shift-Links-Klick das
denn verbinden? Ah, also eigentlich müsste er jetzt Mana reinziehen. Der fühlt sich auf jeden Fall mit Mana. War gut. Ja. Gut, gehe ich erstmal zum nächsten Punkt. Also man braucht auf jeden Fall mehrere Day-Blooms. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir stellen jetzt nochmal Habe. Day-Bloom, danke. Das waren zweimal Yellow Petal, Light Blue Petal, Orange Petal. Bei Yellow machen wir da gleich 4. Dann und zwar Orange. Jetzt einfach da oben mal ran, sondern die Eimer, die Eier weg. Und dann brauchen wir noch bei Seeds natürlich noch Wasser. Und ja, mit dem Wasser ist ein bisschen blöd, man muss. Wow, danke. Man muss jetzt bitte? Wirklich. Ja, jedes Mal, wenn man da was macht, man definitiv das Wasser neu auffüllen. Click right click with an empty hand to add back the last two side. Ja, das ist auch noch was. Wenn man die Ressourcen drin hat und wirklich das braucht, was man nochmal, was man davor hergestellt hat, mehrmals vor, dann nimmt er das Rezept einfach so und ja, einfach den Samt reinschmeißen und zwar zwei Dayblooms. Und jetzt muss ich kurz mal schauen, wie sieht es hier aus. Also irgendwie, ich weiß nicht wieso, er fühlt sich mit Mana auf, aber wenn ich jetzt mal Mode nutze, also Band Mode, Function Mode, darf ich nicht rechts klicken. Dann nochmal Band Mode. Ah gut, da werde ich mich dann noch ein bisschen einlesen. Ansonsten mache ich auf der nächsten Folge kurz ein bisschen was anderes, damit ich mich da eingelesen habe in den Botan hier. Auf jeden Fall brauche ich jetzt noch mehr von dem Living Rock. Living Wood zuerst, dann die Rocks, weil die Rocks kann auch ein bisschen warten. Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Living Wood, damit ich noch ein Mana's Bilder herstellen kann. Dahin, ne, dahin und dann noch ein Goldblock. Also ich habe jetzt zwei Daylight Bloom, ich würde sagen, ich stelle jetzt noch zwei davon her. Dann sind alle recht gut verbunden. Und ja. So, dann brauche ich Gold irgendwie zweimal. Und so. Ich jetzt eigentlich. Das, was ihr hier seht, das, ja, das kann ich jetzt kurz erklären, bis das fertig ist. Also ganz einfach gemacht. Hier in die Kiste wird Items eingelegt. Also dann wird dieses Item Conduit abgezogen. Und zwar, wenn ich hier reinklicke. Going out, insert, dann wird es hier in die einzelnen Cages werden angesteuert, dann einfach hier mit einem Present Hammer rechtsklick drauf, nicht Shift drücken, ganz wichtig. Dann zeigt er also auf die Cage, da ist auch einfach insert, Vote insert und dann wird es quasi zum Beispiel hier Ferris, dann einfach in die Cage eingeordnet. Das habe ich jetzt hier so provisorisch aufgebaut. Das wird dann alles auch in den Keller kommen. Das, wie ich das aufbaue, das werde ich off-cam machen. Dann, also on-cam werde ich dann zeigen, wie das genau gemacht wird. Mit dem Ansteuern, Einstellungen und so weiter, damit ihr das mal seht. Und ansonsten denke ich, werde ich für die nächste Folge ein bisschen auf die Erzverarbeitung gehen. Da bei mir Werte betrifft. Bisschen er beherrscht, aber ja, also ich meine, einmal ein bis zwei Stunden fahren und die Ärzte sind drinnen, das ist nicht das Problem. Also, die Daylight Blooms, die muss man auch in einem bestimmten Zwischen aufstellen, aber ich glaube,
Das ist jetzt eigentlich wirklich wurscht, wenn wir die so aufstellen. Was jetzt? Okay, du machst. Okay, wir haben eine komplette Erzverarbeitung laufen. Okay, ja. Und ich habe einen Dance Diamond Ore. Ah, klingt gut. Ja, super, perfekt zum Folgenende. Und jetzt habe ich nur noch irgendwie dahinter kommen. Definitiv. Okay, Folgenende ist gut, wir haben noch ca. 5 Minuten. Ja, also, das geht eigentlich. Wir drehen auch den nicht immer. So. Also, anklicken, Playroom anklicken, dann findet er sich mit dem. Er hat diese rüber. Und. Ja, das passt eigentlich so weit. Enderman, mach dich hier vom AKW und baust deinen Block ab. Hau ab, Enderman. Ah, da kannst du doch so rumrollen, du. Ich bin überlegen, was ich noch machen soll. Ich habe kurzzeitig soweit alles fertig, was ich machen wollte. Ich kann mir noch einen Advanced Charm of Dislocation machen. Das würde ich gut an. Verbrauche ich davon ein Charm of Dislocation? Eins? Eleven got nothing. Du Drecksack, wo hast du den Adblock her? Wo? Du kannst mal rausdrücken. Ja. Alter, Enderman. Ja, meine Freunde, ihr seht jetzt, wie ich einen verdammten Enderman hinterherjage, aber das ist mir gerade wurscht, dass der. Keine Lust, dass der wieder irgendwas am Haus abbaut. Und ja. Kann man irgendwie. Ah. Na gut, jetzt ist er weg. Da passt. Ja, also ich würde sagen, ich schaue mir das erstmal genauer an, wie das jetzt wirklich vonstatten geht, damit wir. Damit ich euch das besser erklären kann, beziehungsweise es auch für euch spannender ist. Und deswegen würde ich sagen, mache ich für die nächste Folge erstmal was anderes. Und zwar würde ich sagen, mache ich da was anderes. Hi. Ja, servus. Dann mache ich einfach mal ein Big Reactor, einfach für Energieversorgung, da ich zum einen jetzt mal zu den anderen drüber reden kann und. Erneut hi. Gut, bitte. Erneut hi. Ah, servus. Also ich kann nicht jedes Mal zu den anderen rüberrennen, okay, kannst du mir kurz mal ein bisschen Energie bohren oder so. Also Leute, das geht nicht und vor allem, wenn ich Servus. Darf ich mal was zeigen? Ja. Tschüss. Wow, das war schnell. Ja. Das ist ein Enhanced Charm of Dislocation, damit kann man sich rumporten, wie man es aufmachen will. Cool. Und warte mal. Ah. Er sneak mal. Oh, geil. Ich bin gerade raus. Und warte mal. Ja? Weißt du, was ich jetzt auch machen kann? Hm? Wo bist du? Sneak nochmal? Ja. Geh mal zu mir. Das ist geil. Krass. Und weißt du, was das eigentlich nur kostet? Was denn? Bisschen Draconicum, Draconium, ein paar Enderperlen und ein Netherstar. Oh, das warte, geht warte, komm runter. Ja. Oh, okay. Ah, danke. Das ist genial. Ja. Ja, genau, da war ich. Also, es geht einfach nicht, dass ich jedes Mal nach Energie frage. Und zum einen, wie ich schon beim Dosch gehört habe, die Erzverarbeitung, also, wie er das macht, kostet es sehr viel Energie auf Dauer. Ein bisschen. Ja. Und da ich ja auch früher oder später wirklich eine richtige Erzverarbeitung automatisiert haben möchte mit Blazer G62 und so weiter, werde ich einfach mal einen Big Reactor machen, damit ich ein bisschen Energieproduktion habe. Aber ich werde im späteren Verlauf, wenn das mit dem gewissen Mod, den ich da in so im Kopf habe, funktioniert, werde ich auf den übergehen. Aber seid mal gespannt. Der hat jetzt keine Energie gesammelt, irgendwie. Hast du noch was vor oder können wir schon beenden? Also ich würde sagen, wir können schon mal beenden.
Alles klar. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut beim Sora vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Reingehauen, wiederschauen.